Ist halt so. Vielleicht wird es dann ein bisschen spannender. Echt gerne einfach beenden. Und hoffe, dass ich davon satt werde. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich so, ach du Schreck, du kannst doch nichts essen gehen. Kotze ich davon gleich. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Heute spielen wir nicht zusammen, sondern gegeneinander. Und was machen wir? Wir werden heute eine Challenge machen, wer günstiger ist. Das heißt, wir gehen jetzt gleich jeder einkaufen. Wir dürfen nämlich keine Lebensmittel natürlich aus unserem Kühlschrank nehmen oder die wir irgendwo uns schnorren bei unseren Eltern oder so, sondern nur welche, die gekauft sind und wo wir nachher einen Kassenbon wieder mitbringen. Und dann werten wir heute Abend mal aus, wer günstiger gelebt hat. Die einzige Erlaubnis ist, man darf Wasser aus dem Wasserhahn nehmen. Aber ansonsten muss man sich die Sachen kaufen, was man sich in den Mund schiebt. Also, top, die Wette gilt. Hier ist deine Kamera. Was kriegt der Gewinner und was kriegt der Verlierer heute Abend? Der Verlierer bekommt eins gekocht. Hä? Nee, der Gewinner muss eins... Der Gewinner bekommt eins gekocht. Morgen dann halt, ne? Weil heute müssen wir ja satt werden von dem, was wir essen. Ella, ich frage mich... Darf man denn auch einfach den ganzen Tag nichts essen, weil... Nein, nein. Sonst gewinnst du ja. Nein, also ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall drei Mahlzeiten essen und ist ja egal, was wir dann essen. Also wir könnten zum Beispiel das Frühstück, wenn da jetzt so viel übrig geblieben ist, auch noch zum Mittag essen. Aber es müssen schon drei Mahlzeiten sein. Also man muss dreimal am Tag essen. Ja, jetzt hat jeder eine Tasche mitbekommen. Wir gehen halt nicht gleichzeitig zur Kasse. Und dann werden wir halt heute Abend unsere Kassenbons halt vergleichen. Dann bin ich mal gespannt, wie viel wir gegenseitig ausgeben. Das wird ich kaufe jetzt nicht alles auf einmal. Ich gehe jetzt fürs Frühstück einkaufen und dann später fürs Mittagessen. Ich sehe halt die ganze Zeit Heller. Ich habe halt einen Plan, Leute. Mein Plan ist es, ich habe natürlich eben nur Humbug erzählt. Ich kaufe natürlich nicht mehrmals ein, sondern nur einmal. Und ich werde auch nur eine Sache einkaufen. Ja, ich bin wieder da als erstes. War klar, weil, wie gesagt, Leute, ich habe nur eine Sache gekauft. Ich werde versuchen, von dieser Sache den ganzen Tag zu leben. Bin auf jeden Fall gespannt, ob ich das durchhalte. Ob ich davon satt werde, denke ich schon. Aber ob ich das halt runterkriege den ganzen Tag. Und wie lange braucht Hella bitte? Ich stand echt lange an der Kasse. Aber Hella braucht wohl noch länger. Ich weiß nicht, ob sie sich ein ganzes Menü zusammenstellt. Ich versuche jetzt erstmal ein Frühstück für unter einen Euro zu finden. Ich habe hier, glaube ich, ein ganz gutes Mittagessen gefunden. Für nur 1,89. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Und ich meine, unter 2 Euro. Ich glaube, ein besseres Mittag gibt es gar nicht. Sie braucht einfach so lange, dass ich jetzt einfach wegfahre. Ich stelle mich jetzt auf einen anderen Parkplatz und beobachte sie dann mal. Nein, Leute, meine Deckung fährt weg. Jetzt hat Hella wieder freie Sicht auf mich, aber vielleicht sieht sie mich im ersten Moment ja trotzdem nicht. Leute, da kommt sie. Aber ich glaube, sie hat mich direkt gesehen. Sie telefoniert einfach. Ah, ich hätte weiter wegparken sollen. Hallo. Hallo. Fällt dir gar nichts auf? Tüte luschern. Hast du nichts gekauft? Doch. Du hast das schon gegessen? Nein. Das Auto steht nicht mehr da, wo es vorher stand. Ich habe umgeparkt. Lass das nicht, wo wir geparkt hatten. Oha, was? Du hast ja voll viel da drin, oder? Ja. Glaubst du, du hast eine Chance, gegen mich zu gewinnen? Ich hoffe mal. Mahlzeit Nummer 1. Heute gibt's Haferflocken. Mmh, lecker. Es wird halt einfach nach nichts schmecken. So, dann wollen wir mal. Macht man nicht Porridge auch aus Wasser? Vielleicht sollte ich mal Porridge probieren. Aber ist ja letztendlich das gleiche, nur in warm. Ich hätte mir nicht so viel auftun sollen, das schaffe ich nie im Leben. Schaut euch einfach diese Suppe an. Lecker. Wie soll ich das drei Mahlzeiten lang essen? Ich war ja mal in Asien und da hat man einfach für 1 Euro eine ganze Reismahlzeit bekommen, die richtig lecker zubereitet war und so. Das war einfach so krass. Und hier in Deutschland kriegt man für 1 Euro Haferflocken mit Wasser. Ich bin jetzt ins Büro gefahren und werde hier jetzt erstmal mein Frühstück zu mir nehmen. Und zwar habe ich mir einmal gekauft dieses Brötchen für 19 Cent. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so ein günstiges Brötchen zu kaufen gibt. Ich war halt auch so lange im Laden und habe die ganze Zeit alle Preise verglichen und wollte halt unbedingt irgendeinen richtig günstigen Aufschnitt. Da gab es dann einmal Kräuterbutter, aber ich mag halt keine Kräuterbutter. Die hätte nämlich nur 79 Cent oder so gekostet. Ich habe mich dann für Frischkäse entschieden. Der hat jetzt 1,19 Euro gekostet. Ich dachte, ich muss das jetzt hier einfach nehmen, weil darauf hatte ich jetzt richtig Hunger und ich kann ja nicht jetzt irgendwie was essen, was ich gar nicht mag. Ich dachte, ich krieg ein Frühstück unter 1 Euro hin, aber ja, jetzt bin ich ein bisschen drüber, aber finde ich auch noch in Ordnung. Also mein Ziel ist es, ganz am Ende des Tages weniger als 5 Euro auszugeben.
Schmeckt sehr, sehr nice. Mir geht's leider nicht so gut. Also erstens, weiß ich nicht, irgendwie habe ich so ein bisschen Bauchgrummeln. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, dass es einfach so eklig war. Und zweitens ist meine Nase zu und irgendwie muss ich die ganze Zeit husten, niesen. Und ich habe mir jetzt hier schon Tabletten geholt. Ich weiß jetzt nicht, ob das als Essen zählt, weil das ist ja eigentlich keine Mahlzeit, die ich esse, um satt zu werden, sondern weil ich krank bin. Ja, ist halt die Frage, ob man das jetzt abrechnet oder nicht. Ne? Ich habe jetzt die halt auch nicht gekauft und ich werde mir jetzt einen Tee machen. Es geht leider nicht anders. Ich dachte schon, ich trinke einfach heißes Wasser. Ach, das bringt's ja auch nicht. Ich mache mir jetzt hier so einen Ingwer-Tee. Das heißt, ich müsste nachher theoretisch berechnen, was eine so eine Ingwer-Knolle kostet. Aber es ist halt dann auch irgendwie kein faires Spiel, weil wenn ich gesund wäre, würde ich es halt nicht machen. Ich würde nie einen Ingwer-Tee machen. Ist halt so. Vielleicht wird es dann ein bisschen spannender, ich weiß es nicht. Weil sonst hätte ich halt auch schon gewonnen, Leute. Also Prost, Leute. Oh, heiß. Aber das tut gut, Leute. Ach, das musste sein. Schaut euch das einfach an. Nein, ich esse das nicht. Es sind einfach so Mini-Pizza-Cupcakes. Wie lecker sieht das aus und ich darf es einfach nicht essen. Die kommen jetzt in den Ofen. Wir machen nämlich hier so ein Video. Ja, so ein Tutorial. Und der Ofen ist schon vorgeheizt. Aber ich darf einfach nichts davon naschen. Oh, Leute, Alter, die sind fertig und die sehen so delicious aus. Wie nice. Ich will unbedingt abbeißen. Aber da muss ich halt jede Zutat bezahlen. Es wird ein bisschen teuer. Es ist übrigens gleich Zeit zum Mittagessen. Die muss ich dann gleich mit ins Büro nehmen, damit ich da Mittag essen kann. Aber wenn ihr das nachmachen wollt, so richtig leckere Pizza-Muffins, dann findet ihr das Rezept in der Infobox. Es ist sehr lecker und sehr simpel. Ich bin jetzt im Büro angekommen und was ist das denn hier? Das darfst du gar nicht sehen. Ich zeig dir aber gleich auch mal was. Hella, hast du Hunger? Nein. Sicher? Ich darf das nicht essen. Das sieht wirklich richtig lecker aus. Und das hast du alles bezahlt? Nein. Das muss ja teuer gewesen sein. Nein, das hat Jamie bezahlt. Aber du darfst das ja nicht essen. Habe ich es gegessen, Jamie? Ja. Hat er nicht gegessen. Sehr so, ich gut. Hab gegessen. Alter, weißt du, wie gut das gerochen hat die ganze Zeit beim Backen? Ich dachte mir so, ich habe richtig Hunger. Ja. Ich habe auch wieder Hunger, deshalb wird es jetzt Zeit für mich zum Mittagessen. Und zwar werde ich mir jetzt ja diese Fettuccine, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, auf jeden Fall diese Bandnudeln machen. Ich finde, die sehen voll lecker aus. Ich weiß gar nicht, wie man das zubereitet. Im Backofen oder in der Mikrowelle kann man das machen. Ja, ich bin gespannt und hoffe, dass ich davon satt werde, weil nach diesem einen Brötchen, was ich heute Morgen gegessen habe, kann ich echt ein gutes Mittag eigentlich vertragen. Und das größte Problem wird für mich sein, dass ich immer nach dem Mittagessen oder Abendessen oder auch Frühstück brauche ich eigentlich immer was Süßes. Und ich habe jetzt schon so Lust auf was Süßes, aber ich werde mich heute zwingen, nichts Süßes zu essen, weil das einfach unnötiges Geld wäre, was ich dann für irgendwas Süßes ausgeben würde, von dem man eigentlich gar nicht satt wird. Und dann muss ich später nochmal schauen, was ich zum Abendbrot essen kann. Ich versuche das jetzt doch einfach mal im Backofen zu machen und schaue mal, ob ich das irgendwie ein bisschen höher einstellen kann. Vielleicht ist das ja dann schon fertig und zur Not geht das dann nochmal in die Mikrowelle. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht, das einfach mit dieser Verpackung in den Backofen zu schieben. Aber hoffentlich wirst du lecker. Wir haben hier jetzt gerade ein paar Tische umgestellt und noch einen weiteren Arbeitsplatz geschaffen. Und es wird Zeit, was zu essen. Ich habe so krass Hunger. Ihr glaubt's nicht. Also ich war eben kurz davor, einfach so ein Pizzading zu essen, weil ich so heftig doll Hunger hatte. Nein, doch. Aber ich ziehe weiter durch. Da liegt's nicht. Schön ein bisschen Brei, Haferflockenbrei mit Wasser. Ich würde gerade echt gerne einfach beenden oder extra verlieren und die hier auch noch neben mir stehen, diese Pizzadinger essen. Warum tue ich das eigentlich? Aber wenn Hella mir nachher dann ein geiles Gericht kocht, dann hat sich's gelohnt. Probier jetzt Trick 17. Ich nehme mir so ein Pizzading und rieche da dran, während ich Haferflocken esse. Ah, köstlich. Das ist so scheiße. Ich würde da so gerne reinbeißen. Ich habe aber auf jeden Fall fast aufgegessen. Zweite Mahlzeit habe ich damit auch hinter mir. Steht nur noch eine bevor und dann gehe ich heute einfach früh schlafen und stehe um 0 Uhr auf und hau mir den Magen voll. Als wenn das alles hier nicht schon genug wäre, schickt mein Vater mir auch noch ein Bild von dem besten Kuchen der Welt von meiner Oma. Schreibt dazu, guten Morgen, hatte ganz vergessen, Oma hatte mir noch einen Gruß mitgegeben. Ja, danke, kann ich nicht essen. Oh, hätte ich Bock darauf. Der schmeckt so gut, das ist so mit Marmeladenlasur und dann Schokoüberzug drüber. Mmm, köstlich. Und jetzt schaue ich mal nach dem Essen. Okay, da ist irgendwie voll viel Käse mit dabei. Ich liebe Käse einfach über alles. Das Essen muss jetzt einfach ready sein, weil ich gleich los muss. Und ja, jetzt werde ich es mir mal schmecken lassen. Ich bin so gespannt. Sieht irgendwie ein bisschen weird aus. Schmeckt aber ganz gut. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das unter 2 Euro gekostet hat. Also ich habe für das Frühstück und Mittagessen einfach mal 3,19 Euro ausgegeben. Also so wenig. Und die habe ich dann noch richtig leckere Soßen dabei. Okay, an manchen Stellen ist es noch ein bisschen kalt. Also schmeckt jetzt nicht mega lecker,
Aber es ist jetzt auch nicht schlecht, also man kann es essen. Wir sind jetzt gerade zu Mattes gefahren, oder ich bin zu Mattes gefahren. Er macht nämlich jetzt die Eisen bei Gollum neu. Und Leute, ich habe was gesehen, was ich mir hier snacken kann. Ich habe hier jetzt gerade bei Mattes diese Tomaten entdeckt und die sind ja gratis, würde ich sagen, oder? Kommt nachher auf Rechnung drauf. Oh. 5 Euro die Tomate. Hallo? Fällt dir noch was ein, was ich zum Abend essen kann? Ella, wir laden dich ein. Ja, ihr ladet mich einfach ein, dann gewinne ich. Und von dem Gewinn muss Tom mir dann ein Festmahl machen und dann lade ich euch einfach wieder ein. Das ist doch mega gut, oder? Ja. Ich dachte, es wäre eine schlaue Idee, einen Snack zu essen, so zwischendurch. Einfach mal so ein paar Haferflocken ohne Flüssigkeit ist nicht so der Burner. Ich weiß nicht, was schlimmer schmeckt, Haferflocken mit Wasser oder so. Aber jetzt verbrauche ich sehr viel Spucke, um diese Haferflocken zu verwerten. Die Hälfte der Packung habe ich bald aufgegessen. Wird auch bald schon Zeit für Armbrot. Aber ich sehe meine Gewinnchancen auf jeden Fall bis jetzt sehr gut. Ich bin jetzt wieder zu Hause. In der Zwischenzeit haben wir uns überlegt, was ich jetzt essen könnte. Wir werden nämlich essen gehen. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich so, ach du Schreck, du kannst doch nichts essen gehen, das kostet doch total viel. Aber wir haben auf einer App quasi Gutscheine, so 2 für 1, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Angebote. Und deshalb werden wir jetzt bei uns in ein Lokal fahren und dort den 2-in-1 Gutschein anwenden, quasi, dass ich gratis essen kann. Und meine Freundin bezahlt dann ihr Essen und ich bekomme es dann gratis. Also, wenn wir das machen, habe ich den ganzen Tag für 3,19 Euro gegessen. Und ich glaube einfach nicht, dass Tom für weniger Geld gegessen hat. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wir haben wirklich sehr lange darüber nachgedacht. Uns ist auch noch eingefallen, manche Lokale haben doch diesen Räuberteller. Das wäre auch so witzig gewesen. Hätte ich mir einen Räuberteller bestellt und hätte dann auch 0 Euro bezahlen müssen. Und hätte mir einfach was von den anderen geschnurrt. Aber genauso ist das ja quasi jetzt auch mit dem Gutschein. Und ja, deshalb finde ich heute doch noch was richtig Leckeres zum Essen. Wir sind jetzt im Lokal angekommen und jetzt muss ich mich wohl zwischen Pizza oder Pasta entscheiden. Und das Wichtige ist, ich muss auf jeden Fall das Günstigere nehmen. Ja. Wir haben jetzt gerade bestellt. Das 2-in-1 Angebot geht auf jeden Fall. Nice. Ich freue mich sehr. Es gibt gleich für mich eine Pizza Tonno. Das sieht doch nach einem richtig leckeren Essen aus. Das ist meine Thunfischpizza. Und Michelle, was hast du? Ich habe Spinat. Sieht auch sehr, sehr köstlich aus. Hier sieht man jetzt auch nochmal die Rechnung. Und zwar hatte ich ja die Pizza Tonno und die hätte 12 Euro gekostet. Und 12 Euro wurden durch den Gutschein abgezogen. Und deshalb muss ich gar nicht bezahlen. Das machen wir jetzt immer so. Und Antonia bezahlt alles. Ja, genau. Yes. Hola. Ich bin auch gerade erst nach Hause gekommen. Ist so witzig, wir sind einfach gleichzeitig nach Hause gekommen. Ja, und es regnet in Strömen. Hast du gegessen? Ich muss noch Armbrot essen. Und du warst gerade, glaube ich, essen mit Antonia und Michelle, oder? Ja, das kann sein. Und weil ich so nett bin und ich weiß, dass du sicherlich Hunger hast, habe ich dir sogar etwas mitgebracht. Das ist richtig weird, Hella. Kotze ich davon gleich. Ein angebissenes Stück Pizza. Hast du auch Pizza gegessen? Ja. Wieso? Los. Hast du dir das Nein, ich beiß da nicht ab. Das wäre doch teuer. Nein, so teuer war es eigentlich gar nicht. Was hast du denn gezahlt? Du wirst es am Ende Gab's sie gratis? Ja, aber du musst ja irgendwas kaufen. Ja, das habe ich gekauft. Alter, das ist so frech. Nein. Wieso? Dann darf ich das aber ja essen. Ja, das darfst also, du essen. Wenn ich das esse, kostet mich das nichts. Dann kostet dich das nichts, ne? Die habe ich dir wirklich aus Nettigkeit mitgebracht. Dann ist das hier mein Aber Armbrot. Davon wirst du nicht satt. Doch. Nein. Doch. Ich habe richtig viel zum Mittag gegessen. Wollen wir jetzt abrechnen? Rechnen wir jetzt ab. Erstmal muss ich meine letzte Mahlzeit hier essen. Vielen Dank. Wirklich, das rettet mir meinen Tag. Mmh. Und? Köstlich. Gehen wir mal auf 3 sagen, was wir ausgegeben haben. Wie viel Geld wir ausgegeben haben. Ja. Also alles, auch das, was du gleich noch essen wirst. Ja. Du musst es jetzt sagen. Ja. Okay, wir sagen es auf 3. 3, 2, 1. 79 Euro. Cent. 79 Cent. Ja. 3 Euro was? 19. 3,19 Euro. Ich habe 79 Cent. Du hast gar nichts gegessen? Doch. Ich habe den ganzen Tag Haferflocken mit Wasser gegessen. Weißt du, wie eklig das war? Ich freue mich. Ich habe gewonnen. Juhu. Also ich muss zugeben, ich habe mir noch eine Scheibe von Ingwer abgeschnitten, weil ich krank geworden bin. Und dann habe ich mir so ein Wasser mit Ingwer-Tee gemacht. Dann können wir gerne noch abrechnen, aber über 3 Euro komme ich auf jeden Fall nicht. Noch nicht traurig sein. Ich freue mich auf unser gemeinsames Essen, was du kochen wirst. Was ist los? Ich war mir halt so siegessicher. Ich habe einfach nur Haferflocken gegessen. Hä, und du willst jetzt auch wieder Haferflocken essen, ja? Oder was? 3 unterschiedliche Mahlzeiten. Nein, haben wir nicht gesagt. Wir haben nur gesagt, 3-mal muss man essen. Ja, aber doch nicht die ganze Zeit Haferflocken mit Wasser. Das ist ja wohl das Ekligste, was ich je gehört habe. Ja, aber darum ging's doch. Ich habe sogar heute Morgen, weil ich mir so dachte, ich kann doch jetzt keine Kräuterbutter nehmen, weil das war das Günstigste. Ich bin wirklich durch die Regale gegangen und habe alles verglichen, die ganzen Preise verglichen. Und dann dachte ich mir so, nee, ich nehme einfach den Frischkäse für 1 Euro. Ich meine, du wirst ja auch... Ich wollte
unter 5 Euro bleiben. Ich wollte unter 1 Euro bleiben. Es war so traurig. Und du gönnst dir einfach so eine Pizza, die gratis war. Das ist halt wie geschenkt. Und da haben wir eigentlich gesagt, das darf man nicht. Aber du hast und dann haben wir noch Tomaten gegönnt bei Mattes. Ja, Tom, es kann halt schon wieder nicht sein. Ich dachte wirklich, ich hätte gewonnen. Ich war mir so sicher, vor allen Dingen noch mit dieser Idee. Antonia, du glaubst es nicht. Du glaubst es nicht. Wer hat wohl gewonnen? Du hoffentlich? Nein. Nein, warum? Tom hat gewonnen. Er hat eingekauft für 79 Cent. Hä? Wie? Ja, wie? Das habe ich mich auch gefragt. Er hat den ganzen Tag Haferflocken mit Wasser gegessen. Das sind doch keine Mahlzeiten. Ist so. Ich finde auch, er hat verloren. Nein, es gab keine Richtlinien. Haushoch verloren. Nee, sowas war nicht. Und ich meinte noch zu den anderen, Tom hat schon so komisch gelacht. Ich glaube, der ist den ganzen Tag Nudeln. Ja. Ja. Oh. Was wäre das für ein langweiliges Video geworden? Ist so. Nur Haferflocken. Stell dir mal vor, ich hätte nur die ganze Zeit Nudeln. Ja, wäre auch geil. Das wäre noch eine bessere Idee. Nudeln wären noch leckerer gewesen. Ja, auf jeden Fall wären die leckerer gewesen. Haferflocken mit Wasser, also ekliger. Ja. Unsere Idee war besser. Ja, ist so. Die gratis. Trotzdem verloren. Hella muss jetzt für mich kochen. Ach ja, ich setze mir jetzt einfach mal virtuell die Krone des günstigsten Lebens ein. Auf. Aber es ist sehr realistisch auf jeden Fall, dieses Video. Ja. Wenn du wirklich weniger Geld ausgibst als ich, glaube ich, so für Essen gehen. Ich gehe halt auch einmal die Woche Sushi essen und das ist immer nicht so günstig. Aber ich liebe das einfach und ich finde, manchmal muss man sich auch Dinge einfach im Leben gönnen. Das ist die Message von diesem Video. Oder? Lebt sparsam wie ich und ja, man muss sich ja nicht immer essen gönnen. Man kann ja auch cool was anderes machen. Also theoretisch, wenn ich jetzt mal hochrechne, ganz kurz, wenn ich es hochrechne, 79 Cent... Ich könnte davon 2 Tage leben. Das heißt, ich würde im Monat, wenn ich nur das essen würde, was natürlich kaum oder nicht genügend Nährstoffe für den Körper und sowas halt alles hat, könnte ich mit 10 Euro, könnte ich einen Monat lang leben. Wenn das 2 Tage hält, jeden zweiten Tag 80 Cent. Ich habe meinen Bruder angerufen, die Story muss ich dir noch kurz erzählen. Ja, Konrad, fällt dir noch irgendwas ein, was ich zum Abend essen kann? Ich brauche was richtig, richtig Günstiges. Ich habe schon 3 Euro ausgegeben, also damit werde ich auf jeden Fall gewinnen. Und er so, fahr doch einfach an den Straßenrand und pflück dir einen Maiskolben ab. Ich so, ja, super Idee. Und ich war wirklich kurz davor, mir so einen Maiskolben zu nehmen und alle so, Hella, nein, das machst du nicht. Wir gehen jetzt Pizza essen. So, und mit meiner virtuellen Krone auf dem Kopf beenden wir jetzt das Video. Nee, warte. Ich will noch, dass ihr seht, was Hella mir Schönes kocht. Also geht's morgen weiter. Morgen Abend werdet ihr sehen, was Hella mir Tolles gekocht hat. Ich freue mich drauf. 2000 Jahre später. Was passiert hier denn? Ich koche dein Festmahl. Oh, endlich. Ich habe mich so drauf gefreut. Aber du darfst es eigentlich noch nicht sehen. Geh raus, bis es fertig ist. Okay, wir sehen uns zum Essen. Bis gleich. Tom, Essen ist fertig. Und was sagst du? Es gibt Tacos. Nice. Ich freue mich so. Ich freue mich richtig. Ich habe so Bock darauf. Wir haben so lange nichts Selbstgemachtes gegessen. Aber hier hat schon jemand abgebissen. Ja, das war ich. Ich hatte Hunger. Die tausche ich aus. Da hat auch jemand abgebissen. Hier nicht. Dann als erstes ein bisschen Creme Fraiche. War das jetzt das abgelaufene Hack aus unserem Kühlschrank? Genau. Köstlich. Ich glaube, das ist noch gut. Werden wir sehen. Wenn das Video online geht, dann leben wir wahrscheinlich noch. Wenn nicht, dann nicht. Dann wisst ihr es aber auch nicht. Jetzt ein paar Haferflocken da rein. Die esse ich jetzt zu allem. Oh mein Gott, nein. Ein bisschen Guac. Oh, geil. Wie viele Avocados waren das? 2. Ich liebe Tacos. Aber ich glaube nicht so sehr, wie Hella Tacos liebt. Ich liebe Tacos. Sie liebt Tacos. Und die sind auch echt einfach zu machen. Und das sind auch noch vegetarische Tacos. Mhm. So, und jetzt kommt das vegetarische Hack. Und es muss richtig kleckern, das gehört dazu. Es muss richtig kleckern, wenn man es isst. Seid ihr bereit? Ja. 3, 2, 1. Das hört sich gut an. Mhm. So schmeckt's auch. Tom, es gab 12 Tacos. 12. Und du hast wie viele davon gegessen? 7? Und jetzt? Habe ich noch Hunger. Du hast immer noch Hunger, das kann ja nicht sein. Nachdem ich nur Haferflocken einen Tag gegessen habe, ist es ja wohl kein Wunder. Ich schaue noch mal in den Kühlschrank, was es da gibt. Ein Glück. Hat deine Freundin auch noch an Nachtisch gedacht? Nein. Probier die Himbeer-Nachspeise. Ich habe richtig Bock darauf. Das einzig Schlimme daran ist, dass ich diesen geilen Taco-Geschmack im Mund habe. Ich muss erstmal eben den Taco-Geschmack wegspülen. Oh, jetzt schluckt einfach runter. Furchtbar. Hier, schau mal, ich habe auch noch so Agavendicksaft, was du dir darüber machen kannst. Kannst. Musst du aber nicht. Und da ist noch ein Special mit bei. Du siehst Himbeeren, aber da ist auch noch was anderes drin. Muss ich dazu irgendwas wissen? Was ist das überhaupt? Quark? Warum lachst du? Grab mal ein bisschen tiefer. Was ist das? Ein Ring.
Willst du mich heiraten? Nein, aber manche Leute machen das ja so in ihr. Was ist da unten drin? Ich verstehe es noch nicht ganz. Hier, was ist das, Leute? Ja, was kann das wohl sein? Ananas? Kiwi. Hier, ich sehe es an den schwarzen Punkten. Kiwi. Wieso dachtest du, dass es Ananas ist? Ja, weil du in letzter Zeit so gerne Ananas isst. Bravissimo. Das freut mich. Mhm. Also Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, falls wir nochmal so eine Challenge gegeneinander machen sollen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.